So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zur Levelphase auf Level 110 hier für YouTube der Rest. Und ja, wir waren jetzt gerade dabei hier zu questen. Und natürlich auch mal wieder ein Bonusziel zu erfüllen, weil guck mal, wie wenig wir nur noch brauchen. Wir haben 87% schon, das ist schon gut. Murloc-Brutstätte. Alter. Die züchten die Murlocs hier, wie geil. Also, die armen Murlocs, aber... Ich habe kein Ziel. Wie geil die, oder wie krass die drauf sind. Ein paar Murlocs haben wir jetzt befreit schon mal. Und diese Speere müssen wir auf jeden Fall immer auf diese Riesen hauen. Die machen so ein Damage auf den. Das ist unvorstellbar. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Speere, die wir jetzt gerade klauen. Die wir auf den nächsten Riesen draufhauen. Und zwar der da hinten, der uns gerade getötet hat. Den werden wir diesmal hoffentlich besiegen. Oder kommt hier noch einer? Da kommt noch einer. Boah, jetzt über 2 Millionen Schaden. Geht klar. Zack. Da ist er tot. Ich kann das nicht angreifen. Ein kleiner Murloc, der uns angreift. Also sie machen gemeinsame Sachen mit den Murlocs, beziehungsweise mit diesem verderbten Murloc, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass die verderbt sind, weil, ne, die kommen ja aus der Brutstätte. Ergo können die nur verderbt worden sein. Aber Azuna ist auch ein geiles Gebiet, muss ich sagen. Wir haben nur noch ein Gebiet nicht gesehen. Naja, zwei eigentlich. Das andere ist ja für Level 110. Ein Questgebiet. Und, ich habe kein Ziel. Da kommen wir aber auch noch hin. So, unser Pet ist wie mal wieder tot. Hat sich mal wieder selbst geopfert hier für uns. Einmal die Waffen stehlen, bitte. Einmal die Waffen stehlen, bitte. Einmal die Waffen stehlen. Zack, den Speer direkt draufwerfen. Und das Viech. Natürlich. Ummetzeln. Boah, das war knapp. Ich höre komische Geräusche hier. Und so. Aber die kommen aus dem Spiel, ne? Die kommen jetzt nicht hier aus der Umgebung. Das wäre ja... Das wäre richtig strange, wenn die jetzt auf einmal hinter mir kämen, die Geräusche. So. 92%, komm. Das haben wir doch gleich. 92%. 8% fehlen, ist ja nicht mehr viel für diese Bonusquest. Bonusquests mache ich sehr, sehr gerne. Auch in Dreno habe ich die schon sehr, sehr gerne gemacht. Nicht nur, weil die viel EP geben, sondern weil die auch recht fix zu erledigen waren. Ich brauche ein Ziel. So, da haben wir die Bonusquest fertig und wir haben nur noch 5% bis zum nächsten Level und wir haben nur noch so ungefähr 2% Erholungsbonus. Das mit dem Erholungsbonus ist natürlich schade. Aber immerhin. Wir haben jetzt in 2 Stunden diesen Erholungsbonus fast komplett ausgenutzt, den wir bekommen haben. Haben wir da fast ein Level gemacht. Die da müssen wir. Sammelt unsere Krieger. Ich werde dieses Ärgernis schnell aus der Welt schaffen. Schneller! Wir brauchen Hilfe. Hassnattern. So. Im Prinzip kennen wir jetzt ihre Fähigkeiten schon durch die Quest von gerade. Allerdings mit dem Unterschied. What the fuck? Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied. Ihr werdet in Asharas Zorn ertrinken. Nein, wir werden nirgendwo ertrinken. Ah, scheiße, ich pull hier die ganze Zeit alles. Um uns rum. Ich bleib lieber hier. Aber jetzt haben wir sie auch gleich fast besiegt. Es sei denn, sie flieht mal wieder. Gefangene der Gezeiten. Wieder so Wellen. Von hinten. Von hinten.
So, da haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Eure Herrin wurde getötet. Na komm. Danke. So, da können wir jetzt auch die Quest abgeben. War Asuna wunderschön. So, oh, guck mal, 32.000 Erfahrungspunkte, das ist das Level Up. Auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann sind wir 1% davor oder so. Abklingzeit von Volltreffer und gezielter Schuss. Nehmen wir mal Blut der Schlange. Warum, Faldris? Warum seid ihr mir mit euren Männern zu Hilfe geeilt? Ich dachte, ihr verachtet mich. Wir haben eure Taten gesehen. Nur dank euch werde ich eine Lösung finden. Jeder Elf mit dem Mut, sich der Königin selbst zu widersetzen, hat meine Unterstützung. Die Nachtwächter unterstehen wieder eurem Befehl, mein Prinz. Ja, liebe Freunde. Das erfüllt mich mit Freude. Doch jetzt warten wichtige Aufgaben. Wir müssen den Gezeitenstein an uns bringen. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt gerade Stufe 109 geworden. Haben noch so 2% circa, jetzt haben wir 1% von dem nächsten Level bis 110. Circa 2% noch Erholungsbonus und wir können jetzt ins Auge von Achara eintreten. Da gehen wir jetzt auch hin. Also wir melden uns schon mal an. Ob wir natürlich sofort reinkommen, ist so eine Frage, weil wir haben eine Instanzquest bekommen für 128.000 Erfahrungspunkte. Die lasse ich, ne, 130.500. Die lasse ich mir jetzt so kurz vorm Ende von Level zu Level 110 natürlich nicht entgehen. Da haben wir auch schon eine Einladung bekommen, die wurde aber leider sofort abgelehnt. Uns fehlt ein Heiler. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie das Auge von Achara sein wird. Ich werde schon mal zum nächsten Teil reiten und hoffen, dass wir jetzt da nicht irgendwie noch Probleme kriegen. Ich versuche natürlich die Mobs ein bisschen zu umgehen. Wird mir wahrscheinlich nicht hundertprozentig gelingen. Nein, wow. Das Bild sieht ja schon vielversprechend aus. Das Auge von Achara. Wo soll denn das sein? Hier. Die Wracksandbank. Ich frage mich, in welchem Bereich das gerade sein soll von diesem Questgebiet, aber gut. Das Auge von Achara. So, dann machen wir mal die Instanz. Ich hoffe, wir kommen hier einigermaßen gut durch. Die 130.000 EP sind uns dann sicher. Plus natürlich die EP, die wir jetzt noch hier von den Mobs bekommen. Ich bin mal gespannt. Ah, 1000 EP knapp. Jetzt noch mit Erholungsbonus. Das heißt, wir kriegen gleich so um die 400, 500 pro gekillten Mob. Ritualwächter, bereitet euch vor. Wir werden sie nicht enttäuschen. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Und überhaupt. Aber das wird der Krieger und so. Wir kriegen das schon hin als Gruppe. Ich habe kein Ziel. Ich habe natürlich mal wieder gepult, wie es für einen Hunter üblich ist. Ich muss diesen Schuss echt in der Instanz komplett weglassen. Nur an Bossen würde ich den machen. Das, macht mehr Sinn. Da ich ja jetzt da unten die eh gerade gepult habe, die Gruppe, kann ich ja jetzt hier auch nochmal den. Ihr fühlt euch nicht mehr erholt. Schade. Ja, sie ist ja gut geschätzt. War 1%, 1-2% habe ich mir so gedacht. Eventuell maximal 3. Aber es war nur 1% und dementsprechend natürlich auch jetzt vorbei unser Erholbonus. Dann, ich brauche ein Ziel. Vielleicht mache ich nach der Instanz dann auch wirklich komplett Schluss für heute. Gebe mich erstmal wieder erholen und dann questen wir weiter. Mal gucken. Ich meine, wir haben es ja jetzt fast geschafft. Also das Maximallevel zu erreichen. Da vorne gerade so viel los ist, hoffe ich, dass ich jetzt nicht noch mehr pulle, wenn ich das mache. Doch, ich pulle noch mehr. Fuck it.
fuck it. My bad. Das war mein Fehler ganz allein. Naja. Das sollten wir doch jetzt hinkriegen, oder? Gottes Willen, ey. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt wirklich weg. Ich bin so. Das sage ich schon seit den Livestreams. Seitdem ich die Fähigkeit entdeckt habe für mich, sage ich, ich muss sie wegpacken. Also in Instanzen darf ich die definitiv nicht verwenden. Definitiv nicht. Weil sonst mache ich mir das Leben nur selber hier schwer und wir verballern damit ganz schön viel Zeit in der Instanz. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Chose, sondern wir wollen ja auch hier relativ, in Anführungsstrichen, schnell vorankommen, die Quest natürlich beenden und natürlich EP abstreichen, farmen halt und natürlich auch die Quest beenden und Loot bekommen. So, das war das Letzte, was mir gefehlt hat, deswegen kommen wir zurück. Eindringlinge, sie werden nicht weit kommen. Da ist, glaube ich, schon der erste Boss. Stachelpanzer, das heißt, wir haben auch dadurch Schaden bekommen, wa? So, dann benutzen wir mal hier unsere neue Fähigkeit. Unsere Artefaktfähigkeit. Normalerweise müsste ich den Artefaktbogen echt leveln, aber ich jetzt so kurz vor 110 mache ich das nicht, weil überlegt mal, wie viel, wenn wir dieses Wissensgedönste haben. Ich muss mir das sowieso nochmal genauer angucken, wie das funktioniert, aber wenn wir das Wissensgedöns haben und dann diese Artefaktmacht einsetzen, dann kriegen wir ja mehr. So treffen wir uns wieder, Schwächling. Nur ihr und ich und meine Wachen. Nur ihr. Wieso wieder? Ach, das ist der, der uns gerade... Ist das nicht der, der uns gerade weggeschleppt hat? Deswegen sagt er, so treffen wir uns wieder. Nur ich, ihr, ich und meine Wachen. Ich glaube, ne? Was, Nattern? Ertränkt sie! Eine Instanz nur mit Nagern ist auch... Warte mal, gab's das schon? Eine Instanz nur mit Nagern? Ja, mehr oder weniger. Ich muss dir das. Ich bin außer Reichweite. Alter, der Speer ist durch mich durch. Wie konnte ich mich denn jetzt verstecken? Da stand auf euch, sucht euch hinter jemandem Deckung. Sucht euch hinter jemandem Deckung. Dann kriegt ein anderer den. Dann kriegt ein anderer den Speer ab. Durchbohrender Speer. Ah, der rennt auch als erstes weg. Siehst du, der macht es auch eigentlich falsch. Ihr das? Bin stumm. Könnt ihr nicht aufhalten? Doch, können wir schon. Ein Equip-Teil. Oh, nee, gar nicht wahr. Etwas für unseren Artefaktwaffe mal wieder. Sehr gut. Ihr werdet ja sicherlich die ganze Zeit schon gesagt haben, Palo, jetzt benutze die Artefakt, mach doch mal jenes. Nein, ich will das ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann mache ich das bei meinen anderen Chars anders, weißt du? Und wenn es funktioniert, mache ich das wie bei meinen anderen Chars genauso. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich denke schon, ne? Da kommt wieder was. Und die Questreihen machen aber auch definitiv sau viel Spaß. Also bis jetzt schon ein richtig gutes Add-on. Ich habe kein Ziel. Das ist meine Meinung schon mal dazu. Dass das Add-on echt gut gelungen ist. Die Schildkröte würde ich jetzt nicht angreifen, danke. Weil die ist nämlich erst, die ist gelb. Lady Hasnatter und da ist ein Ramo, Panzermaul. Den Rahmen nehmen wir hoffentlich mit.
Ich freue mich echt, mit den anderen Klassen die Artefaktwaffen zu suchen. Und wir sind ein Fisch. Hilfe, wir sind ein Fisch. Hilfe, wir sind ein Fisch. Genial. Mal wieder was, eine andere Verwandlungsart als immer nur Schaf und Dings. Ups. Wir haben das Schneckenviech gepult. Aus Versehen mal wieder. Weil ich nicht gesehen habe, dass da noch eine Schnecke ist, die wir pullen könnten mit unserem Mehrfachschuss hier. Aber so ist es nun mal jetzt und ergo haben wir sie ja besiegt. Von daher alles im grünen Bereich, hoffe ich. Ich habe immer Angst, dass die Leute mich deswegen rauskicken, wenn ich das mache. Gerade jetzt in Legion. In Draenor ist mir sowas nie passiert, weil ich diese Fähigkeit auch gar nicht erst hatte. Ich lege die jetzt einfach mal für die Instanz hier weg. So. Ganz weit weg. Ist das der Rahmob? Nee, es ist nicht der Rahmob. Oh, der hat... Achso, das ist der pandarische der pandarische Reittiger. Weißt du was? Shadowpan. Blauer Shadowpan. Grüner. Nee. Was? Wir klicken auf den roten und es ist ein grüner. Wir klicken auf den blauen, das ist der blaue. Und wir klicken auf den grünen und der ist rot. Achso, das ist die Panzerung. Entschuldigung. Sorry, musste ich jetzt mal eben machen. Ist das der nächste Boss? Lady Hasnatter. Und nu? Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Wieso kommt der Boss nicht? Wie können wir diesen Boss runterholen, besiegen, whatever. Ist es der Feine oder einer von den Final Bossen? Da hätten wir erst die anderen machen müssen. Sepenetics, Tricks, wie auch immer. Ih, was sind denn der für Glubschaugen? Guckt euch die Glubschaugen mal an. Die sind auch das erste Mal hier, von daher passt das. Oh, da kommen ganz viele kleine Krabben. Ich glaube, ich bin in Versuchung, die Fähigkeit einzusetzen, um ein bisschen mehr Schaden zu machen. Alter, ich bin fast tot. Die sind auch ganz schön heftig, die Trash Mobs. Mag wahrscheinlich auch am Equipment liegen. Ich brauche ein Ziel. Für uns sind die auch Stufe 108, für die 101, 110, 103 und 105. Aber im Endeffekt werden wir jetzt gleich den anderen da wahrscheinlich auch noch mit in den Kampf pullen, wa? Das sieht übrigens aus wie so eine Seeschlange. Oder etwas Vergleichbares in der Art. Und der wird gleich gepult von meinem Pet. Ja, der wird gepult von meinem Pet. Da kann ich diesmal nichts für. Man hätte den ja auch vorher beseitigen können. Aber, wie gesagt, wir sind ja alle hier das erste Mal gerade. Und dann ist das schon egal. Ich muss näher ran. Siehst du, der erinnert mich an eine Hydra. Das meinte ich. Schlägst du einen Kopf ab, kommen mehrere nach und drei sind jetzt hier gerade nachgekommen, oder? Eins, zwei sehe ich und in der Mitte ist der dritte.
Oh oh, ich bin gleich tatsächlich tot. Leute, halt mich mal bitte. Halt mich mal bitte. Okay, ich bin tot. Battle-Retz vielleicht? Ah, der Heiler ist auch tot. Battle-Retz den Heiler. Battle-Retz den Heiler. Ohne Heiler kriegt ihr es eh nicht auf die Kette, Leute. Na gut, dann wird das wohl so sein. Das wird dann wohl jetzt der allererste Vibe. Ein Mitglied eurer Gruppe befindet sich im Kampf. Ich kann mir noch nicht mal mehr den Geist freilassen gerade. Den einen Kopf haben sie besiegt. Aber da kommen bestimmt jetzt noch zwei, drei nach. Weil hier sind so viele Löcher. Ja, alleine wird der Krieger das bestimmt nicht schaffen. Wenn doch, dann ist der übelst gut. Oh, der macht aber auch gut Schaden, wa? Der Tank, als Tank vor allem. Ich meine, okay, als Tank muss der viel Schaden machen, aber guck mal, der besiegt den fast alleine, Alter. Das ist ja echt krass. Vor allem, das Viech hat nur ein Auge. Das erinnert mich auch ein bisschen an Half-Life, muss ich mal so sagen. Krass. Krass, wie lange der auch durchhält, einfach mal, ne? Respekt, muss ich sagen. Der hat schon den ersten Kopf wieder besiegt. Ah, ne, doch nicht. Noch nicht ganz, aber fast. Was liegt an? Irgendwas mit Debuff und dann bewegen. Da gucken wir später nochmal drauf.